Willkommen, Freunde, zum fünften Spieltag der KDL. Ja, der zweite Spieltag für diese Woche für mich, weil ich ja noch ein Nachholspiel hatte. Deswegen war das Ganze ein bisschen stressig. Wir spielen heute gegen den guten Herbie Senpai, der ja auch das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat und der das Ganze organisiert hat, also das ganze Turnier. Und das hier ist mein Team. Ich habe Olanga mitgenommen. Ihr werdet natürlich auch sein Team gleich noch sehen. So, ich bin jetzt auf Suchen gegangen und dann sollte es eigentlich gleich losgehen. So, ich habe jetzt erstmal das Kampfteam hinzugefügt. Also, er hat das Fuegro mitgenommen und ich dachte auch noch, er nimmt das Raichu mit. Das war mir eigentlich so ein bisschen, also nicht klar, aber ich habe mir schon gedacht, so, das wird er wahrscheinlich mitnehmen. Milotic habe ich auch gedacht. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Genau. Also, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, sollte es eigentlich ganz gut aussehen. Zubiris. Okay, mit was sollte ich denn mal reingehen? Ich denke mal, ich werde mit Lapras reinleaden. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er gleich irgendwas nehmen wird, was vielleicht dagegen nicht so gute Chancen haben wird, also von seiner Seite aus. So, und dann würde ich mal sagen, starten wir rein. Ich bin irgendwie, was die ganzen Kämpfe angeht, nicht mehr so gehypt wie damals gegen den guten Fletcher. Okay, auf geht's gegen den guten Herbie. Okay. Alles klar, ich bin die Nummer 69 und er ist einfach Nummer 5. Warum hat er Nummer 5 gewählt? Also, ich habe ja auch früher mal Fußball gespielt, da hatte ich auch die Nummer 5, aber Nummer 5 ist doch lame, oder? Nummer 5 ist doch lame. Okay, er startet mit Flunkiefer, was gar nicht mal so gut, glaube ich, ist. Flunkiefer ist doch Stahlfee, ne? Ja, okay, da habe ich jetzt auf jeden Fall mal absolute Schwierigkeiten. Ich müsste jetzt mal gucken, Quartermark hatte ich da schon für gesehen, Togekiss, also ich habe schon ein bisschen was ich dagegen machen kann. Hier habe ich noch Skelabra. Ich denke mal, ich werde auf Skelabra wechseln. Jetzt wird er wahrscheinlich irgendwas rausklatschen, wie eine Tarnstein oder irgendwie Giftspitzen. Kann er das machen? Kann er das? Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt sehen. Okay, er wird mit Tarnstein kommen. Ja, es war klar, es war klar. Ist natürlich nicht so gut für mich. Jetzt werde ich mal gucken. Ich denke, er wird wechseln, weil gegen Skelabra wird er jetzt wahrscheinlich Pestkragon oder sowas nehmen, ne? Ich denke mal, er wird Pestkragon reinwechseln. Sablay, ist das das? Ne, ist Zubiris. Oha. Oha. Okay, dann machen wir den ersten Hit. Und, oha, nicht schlecht, nicht schlecht. Also schon ziemlich gut gehittet. Ziemlich, ziemlich gut gehittet. Okay, Überreste sind da von ihm. Ich weiß jetzt nur nicht, sollte Skelabra schneller sein? Nein, Skelabra ist nicht schneller, okay. Ja, er setzt Toxin ein, was mir wahrscheinlich noch Probleme bereiten wird später. Jetzt hat er so ein bisschen sein Zubiris natürlich gewastet. Aber wir gehen mit 1:0 in Führung. Denke ich mal, wollte ich gerade sagen. Okay, wir gehen mit 1:0 in Führung und es sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt muss ich nur schauen, dass die Vergiftung nicht zu viel Schaden macht, aber ich denke mal, Das wird am Ende sich entscheiden, ob das so viel Unterschied macht. Oh nein, jetzt haut er das Milotic raus. Aber bei Milotic habe ich mir gedacht, hau ich den Energieball raus? Ich weiß es nicht, ich glaube es wäre One-Hit, ne? Ich glaube Skelabra wäre One-Hit, aber ich versuche es mal. Vielleicht bin ich ja schneller, aber durch die Vergiftung. Okay, okay, Energieball. Ah, es war nicht so gut, war nicht so gut. Siedewasser, ja, ich denke mal, jetzt sollte Skelabra weg sein. Und ich denke mal, auch durch die Vergiftung ist das halt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich hätte am Ende noch richtig Probleme dafür bekommen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt direkt weg ist. Okay, gucken wir mal. Ich denke mal, soll ich jetzt auf... Ich gehe, glaube ich, jetzt mal auf mein Surfetch. Weil, wenn ich jetzt hier Quartermark nehme, das ist eigentlich nichts gut. Komm, Surfetch ist aber der Einzige, der richtig was dagegen ausrichten kann. Und ich glaube auch, dass... Wir schauen einfach mal. Okay, aber es ist wenigstens noch spannend. Es steht 1:1. Jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen das Problem, weil ich von den Steinen getroffen wurde. So, aber Milotic sollte er jetzt eigentlich auswechseln. Sollte er jetzt eigentlich auswechseln. Weil das wäre ziemlich dumm, wenn er den jetzt drin lassen würde. Ja, gut. Komm, jetzt nimmt er irgendeinen Flug. Pestkragon. Oh, Pestkragon. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist das Pokémon, wo ich am meisten Probleme wahrscheinlich mit haben werde. Pestkragon. Ich weiß nicht warum, aber dieses Viech ist einfach ekelhaft. Dieses Viech ist einfach ekelhaft. So, okay, und da habe ich natürlich für Lapras jetzt geholt. Und mit Lapras gehe ich jetzt gleich mit einem Gefriertrockner rein. Nicht, dass ich jetzt einfach den guten Surfetched waste. Aber das Problem ist, ich werde halt trotzdem von den Tarnsteinen getroffen. Und Kimbis zieht ultra viel.
Kimbis zieht ultra viel. Und ich sollte jetzt auch langsamer sein. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ja, komm. Kimbis ist eine absolut ekelhafte Attacke. Ist einfach eine ekelhafte Attacke. Kann man nicht anders sagen. So, und da werde ich jetzt Probleme bekommen, weil sein Pestkragon ist halt... ist halt eklig. So, dann nehme ich Olanga jetzt rein. Den habe ich eigentlich auch nur fast dafür genommen. Und werde jetzt auf einen Seelenbruch gehen oder auf eine Donnerwelle. Ich werde einfach mal schauen, was ich jetzt davon nehmen werde. Ich glaube, ich klatsche mal einen Seelenbruch raus. Ich weiß nicht, ob Olanga schneller ist. Nein, ist es nicht. Und Kimbis. Was? Was? Auch noch ein Volltreffer, ey, das kann nicht sein. Ja, ich wusste es, dass ich mit Pestkragon meine meisten Probleme bekommen werde. Es war mir von Anfang an klar, aber dass der so hart reinkicken wird. Huiuiui. Also der kickt halt echt schon hart rein. So, Quatermark hau ich jetzt rein wegen der spitzen Stacheln, spitzen Steine. Die werden mir jetzt keine Probleme mehr bereiten. Und jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich gehe auf ein Erdbeben. Ja, wobei Kimbis jetzt auch nochmal ultra viel. Ja, genau. Ey. Okay, es ist Boden, stimmt. Oh, ja gut, okay. Ich hab richtig missplayed. Ich hab so hart missplayed. Das Ding ist verloren. Das sehe ich jetzt schon. Aber auch nur, weil ich ultra Angst auch schon vorher von vornherein gegen seinen Pestkragon hatte. So, okay. Jetzt sollte ich mal gucken. Ich glaube, ich hau eine Donnerwelle raus. Einfach jetzt einfach nur so. Und Kimbis wird ihn wahrscheinlich auch wieder killen. Das kann nicht sein! Weil das kann nicht sein! Also Pestkragon hat ja mal so hart reinge... Also, puh! Das hat mein ganzes Team auseinandergenommen. Es hat halt echt mein ganzes Team auseinandergenommen. WTF! Okay, das war letzte Woche doch nur ein Glücksgriff oder der letzte Fight. Ich gehe jetzt mal auf den Abschlag. Ich denke mal, Surfedge ist immer noch langsamer. Und das soll es dann auch gewesen sein. Ja. Alles out. Also, puh. WTF. WTF. Habe ich auf die Mütze bekommen. Also, so habe ich jetzt auch noch nicht auf die Mütze bekommen, dass ein Mon alles gekillt hat. Holy moly. Okay. Ja, GG an der Stelle. Pestkragon hat mein ganzes Team auseinandergenommen. Ich hätte aber ehrlich gesagt gar nicht mal so viel dagegen gehabt. Also, das war mir schon von vornherein klar, dass das mein Team auseinandernehmen wird. Und ja, GG an der Stelle an den Herbie. Ich glaube, Pestkragon wird jetzt richtig hoch auf der Liste der Kill-Liste gehen. Und ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Es war ein sehr, sehr kurzer Part und ich habe halt auch ordentlich reingesackt. Aber ja, es geht wieder von vorne los. Einmal gewonnen und alle wieder verloren. Alles klar, Freunde. Lasst eine positive Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei den Herbie vorbei und bei allen anderen Teilnehmern. Bis dann und ciao.